Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Single LS17 aus Stappenbach in Oberfranken. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Schön, dass du eingeschaltet hast. Und Schweine sind alle verkauft. Siehst du es oben, sind knappe 300.000 Euro geworden. Hatte ich ja gesagt gehabt, dass das so um den Dreh hinhaut, das Ganze. Und wir fahren jetzt zurück zum Hof, denn wir müssen Vorbereitungen treffen. Und zwar werden wir ja, es ist ja 3 Uhr nachmittags jetzt im Game, wir werden morgen definitiv anfangen mit Forst. Ja, ich habe schon mit dem Förster gesprochen. Wir fahren oben zu dem Gebiet, wo wir schon mal waren. Hauen ein paar Bäume raus, bringen das zum Sägewerk. Dann können die weiter für unseren Zaun arbeiten. Dann müssen wir ja noch Bretterpaletten brauchen wir dann noch, damit die quasi ordentlich arbeiten können. Und dafür müssen wir natürlich das passende Gerät abholen, ne? Der Gerät. Und er steht beim Sägewerk. Und der rief mich gerade an vom Sägewerk und sagte, du pass mal auf, kannst abholen, ist quasi da. Na, also wurde wohl, weiß nicht, stand wohl irgendwie ein Ort weiter, wo, war das wohl noch in Benutzung, das Gerät. Und dementsprechend werden wir da jetzt gleich hinfahren. Er sagte, bring ordentlich Zugpower mit und habe ich ihm nur gesagt, habe ich. Er sagte, ja, täusch dich mal nicht, ist schwer. Also die ganze Aufbau da ist schwer wohl, wie das Gerät verpackt ist, keine Ahnung. Und ihr wisst ja, wir haben da was Passendes. Was sehr Passendes. Aber erstmal muss ich jetzt hier den Viehanhänger loswerden. Und ja, du hast es recht, ich habe in der letzten Folge gar nicht mehr nachgeguckt, ob beziehungsweise was noch im Fahrsilo drin ist bei den Schweinen. Ich habe das offscreen gemacht, da ist nichts mehr drin. Also das ist komplett leer. Was wir da halt noch haben, ist Mist. Den müssen wir dann noch bei Gelegenheit mal rausholen. Und die Gülle müssen wir von da mal in das Feldlager bringen. Also, große Nachfrage für Zuckerrüben. Ja, nee, ist klar. Haben wir nicht. Und, bevor ich es vergesse, drei Sachen. Erstmal, entschuldige bitte, du hattest vollkommen recht damit. Über den Season Mod, also Alt S, kannst du, wenn du jetzt hier weiter rüber gehst, zack, hier, kannst du auch die Schweine angezeigt bekommen. Da hast du vollkommen recht. Ich entschuldige mich, das hatte ich nicht gesehen gehabt. Du kannst hier quasi alles, was es gibt, kannst du sehen und hier auch die Schweine. Und da hast du recht mit. Der Preis ist ab morgen wäre der Preis zum Beispiel höher. Am höchsten wäre er im Frühjahr. Aber du siehst, es sind nur 3 Tiersorten. Schwein, Schaf, Kuh. Das heißt, wenn ich jetzt mal bei unserer Kuh gucke, da hätten wir unsere Kühe gestern verkaufen müssen. Heute ist schon wieder schlechter. Ja, gestern wäre der beste Tag gewesen, um unsere Kühe loszuwerden. Gut. Nützt ja nichts. Aber die Schweine hier. Wir haben die Mastschweine verkauft. Die Mutterschweine. Das sind die normalen Schweine. Das sind auch nicht die Kühe, die wir da haben, das sind ja auch diese Rinder. Das sind ja nicht die Standardkühe. Dementsprechend ist das alles ein bisschen problematisch. Also wir können nicht nach den Preisen gehen. Weil das hier sind Rinder, das sind nicht die normalen Kühe. Und das sind Mutterrinder und Mutterschweine. Und wir haben Mutterschweine verkauft. Die tauchen da nicht auf. Weil wir haben ja noch 14 Rinder. Egal, auf jeden Fall sieht es bei denen gut aus. Wir müssen aber, bevor wir jetzt losfahren, ich weiß, ich sag die ganze Zeit bevor. Bevor wir losfahren, müssen wir uns auf jeden Fall mal ganz kurz um die Hühnchen kümmern. Bevor ich das nämlich vergesse. Liter Raps. Wann war Raps nochmal? Müssten wir eigentlich heute verkaufen. Mal gucken, vielleicht schaffen wir das noch. Das wäre natürlich genial. Ne, was wir jetzt noch machen, ist, wir versorgen kurz die... Wie heißen sie? Sag mal schnell. Hühner und fahren dann zum Sägewerk. Das ist mir wichtig, dass wir erst eben uns um die Hühner kümmern. Bevor ich das vergesse und die sterben hier weg. Das will ich nicht. Wir müssen auch nur einen Anhänger voll Futter hier mitnehmen. Und den Wassertank eben kurz voll machen und dann hat sich das
bei den Hühnern, denke ich, auch schon mal erledigt. Aber das muss als erstes gemacht werden, weil wenn ich das vergesse... Weiß ja, ne? Dann hatten wir die längste Zeit Zuchthühner und ich glaube... Ne, steht richtig, perfekt. Ja, komm her, wir nehmen Weizen. Haben wir noch ein bisschen was? Gerste. Haben wir auch noch ein bisschen was? Das ist nicht mehr viel. Ich habe so ein bisschen Panik, ne? Dass das da alles nicht über den Winter reicht. Aber gut. Nützt ja nichts. So, nur müssen wir zukaufen, dann ist das so. So, einmal hier raus. Und dann Richtung Hühner. Und danach geht's ab zum Sägewerk. Dann holen wir das ab, was wir brauchen. Dazu nehmen wir natürlich den Schlüter, ne? Da waren wir gerade stehen geblieben, genau. Zugkraft, Schlüter, logisch. Ne? Zumal der ja auch ein bisschen Feldwege hat. Und ich weiß nicht, wenn das jetzt tatsächlich, ihr seht das oben, Regen ist angesagt. Wenn das jetzt noch anfängt zu regnen, während wir da transportieren, dann ist es vielleicht besser, wenn wir... Oh. Wenn wir den Schlüter dabei haben. Der kommt da vielleicht dann eher noch hoch als, sage ich jetzt mal, der Fendt, der John Deere oder sonst was. Nicht von der Marke her gesehen, sondern einfach von der Power. 290 PS im Schlüter sind dann schon eher eine Ansage. So, wo ist denn jetzt? Da ist mein Wasseraufbau. Der hat auch noch einmal mit. Und ich hatte noch... Stimmt, das war Punkt 1. Mit den Schweinen. Mit den Schweinen. Punkt 2. Punkt 2. Du hattest mal, oder ihr hattet mal des Öfteren mal gefragt, wie viele Betriebsstunden ich tatsächlich jetzt hier schon habe. Oder nicht wie viele Betriebs, wie viele Spielstunden. Ich habe gerade mal geguckt vor der Aufnahme und wenn ich mir jetzt so... Ja, die Zeit gucke, die abgelaufen ist, müssten wir jetzt knappe, oder habe ich jetzt die 200 Spielstunden geknackt. Also, hat gepasst vor der Aufnahme. Ne, ich habe jetzt also quasi 200 Spielstunden auf der Stattenbach durch. Und das ist, denke ich mal, schon ganz in Ordnung. Das ist ja reine Spielzeit, ne? Und im Umkehrschluss hat, das habt ihr gerade gesehen, als wir mit dem IHC gefahren sind, der IHC hat jetzt fast ein Viertel seiner Challenge erreicht. Also der ist bei knappen 250 Betriebsstunden, das wäre Punkt 3 gewesen. Also, ich bin da ja ganz zuversichtlich, dass der da noch ein bisschen was schafft, ne? So, jetzt müssen wir mal gucken, das müsste der Trigger sein, ja. Guck mal, das passt alles rein. Vorher nachgeguckt, ob das passt. Doch, das dürfte passen. Haben die denn jetzt... Ich muss mit dem großen Wasserfass hier vorbei. Die brauchen im Winter deutlich mehr Wasser als im Sommer. Na gut, egal. Muss ich nachher selber nochmal fahren. So, ihr seid alle hier, um zu sehen, was wir in den Forst bringen. Und deswegen... Also wir werden diesmal nicht so viel Gerät mit nach oben schleppen wie beim letzten Mal. Da war das ein bisschen überfüllt da oben. Vielleicht fangen wir... Oder wir sollen diesmal auch... weiter unten anfangen. Also wir müssen nicht ganz nach oben. Was natürlich vom Vorteil ist, den Holzanhänger da hoch zu schleppen. Da habe ich schon einen bestellt. Der müsste eigentlich auch jetzt irgendwie ankommen. Etwas moderneren, dass wir ein bisschen besser das Ganze verladen können. Wir haben ja so ein bisschen Sicherheitsvorschriften, ne? Die wir einhalten müssen. Nicht, dass das Ganze da runterfällt. Und unser Holzanhänger sah auch nie mehr ganz so fein aus. Den wir sonst immer gemietet haben. Also... gemietet vom Nachbarn natürlich, ne? Logisch. So. Also, den hier einmal weg. Und der Meier hat immer noch kein Diesel geliefert, ne? Ist richtig toll. Finde ich richtig super. Habe ich richtig Laune. Ne, der Kerle wird immer unzuverlässiger. Also, ich glaube so langsam aber sicher. Sollten wir den mal ersetzen durch einen vernünftigen Landhandel? Also durch einen, der da wieder Spaß dran hat, der Bock drauf hat. Und mal gucken. Apropos, wo ich das hier gerade sehe. Strohbergungs-Addon. Genau. Das Update für Strohbergungs-Addon ist tatsächlich mittlerweile draußen. Und, hä? Ich muss den Schlüter einsteigen. Ist tatsächlich mittlerweile draußen. Und könnt ihr auf der Seite von Aerosoft downloaden. Ne, geht, glaube ich, auf, was war das? Support.aerosoft.com war es, glaube ich.
Und dann könnt ihr da einfach das Update runterladen. Ihr müsst aber aufpassen, wenn ihr mit Season Mod spielt. Deswegen ist das der Grund, warum ich das Addon auch noch nicht, oder das Update auch noch nicht drin habe. Wenn man mit Season Mod spielt auf den Standard Maps, also Gold Quest Valley und Sosnovka, dann funktioniert die 1.1 nicht. Dann funktioniert nur die 1.0 Version. Irgendwas scheint da noch nicht ganz so hinzuhauen, wie es soll. Die sind aber dran. Das ist der Grund, warum ich selber auch noch nicht abgedatet habe, weil ich habe Angst, da wir hier den Season-Mod nutzen, dass das Strohbergungsänder dann irgendeinen Fehler verursacht, was hier das Spiel komplett crasht. Und das möchte ich eigentlich vermeiden. Ich meine, ist ja nachvollziehbar. Ich möchte hier nicht meinen kompletten Spielstand crashen und mir überlegen, wo ich wieder meine Sachen herkriege. Von daher ist das noch nicht so, ist das noch nicht drin. Kommt aber, sobald es in Ordnung ist. So. Nu aber. Ab zum Sägewerk. Natürlich haben wir ein Auto vor uns. Ich meine, wie sollte es auch anders sein? Bevor du fragen solltest, das Sägewerk, ne, habe ich natürlich nicht gekauft. Ne? Das ist ja nicht meins. Das Sägewerk gehört hier dem... Ich komme gerade auf den Namen nicht. Wir müssen gerne mal am Tor gucken. Aber da gibt es ja ein Unternehmen. Das ist nicht meins. So, was soll ich mit dem Sägewerk? Hab hier noch zu tun mit den Mast, mit der Rindermast. Und wahrscheinlich dann auch noch im Nachgang mit der Milchviehhaltung. Also von daher brauchen wir hier ein Sägewerk dazu. Für einmal im Jahr Holz fahren? So. Haben die schon wieder vor uns, den Schleicher. Na komm, rechts ist Gas. Hier liegt kein Schnee, ich habe hier ordentlich gestreut. Machen wir Platz da, wir haben keine Zeit. So. Nicht, dass ich den jetzt gerade genötigt hätte, zur Seite zu fahren. Ne? Also sowas machen wir ja nicht, ne? Habt ihr ja alle gesehen, der hatte angehalten, hat einen Blinker gesetzt. So, da sind wir. Wir müssen seitlich rein, hat er gesagt. Da hinten steht er schon. Ich kann da schon was sehen. So. Ab zum Sägewerk Hoffmann. Zack. Tor lassen wir gleich auf, weil ja keinen Sinn hat, wieder zuzumachen. Okay, das... ja. Was soll das denn darstellen? Hat er keinen LKW, der uns das Ganze mal eben hochfährt? Der Dolly davor sieht jetzt auch nicht gerade... Sieht ja alles nicht vertrauenserweckend aus. Bin ja mal gespannt. Wollen wir mal unser kleines Baby hier davor hängen. Passt. Oh. So. Naja. Sind sie mal, die hätten hier mal noch ein bisschen Gewicht drauflegen können. Hier vorne, ne? Also, hier, die Aufnahmen sind ja da. Hier vorne so eine kleine Gewichtsplatte. Die Vorder... Das ist doch viel zu überladen, das Ganze. Ich habe nichts gesehen. Ja, ich habe nichts gesehen. So. War das? Kurzen Lichtcheck. Geht. Ich meine, wenigstens ist er gut verladen, ne? Und gut gesichert. Steht mittig. Boah, passt. Alles dabei, was wir brauchen. Poltergabel. Säge. Boah, sieht gut aus. Ah, dann können wir mal. Forst, ne? Alles. Ja, alles so, alles wie ich bestellt habe. Siehst du? Das lübt, das
Du hier, bei Hoffmann läuft das, ne? Bei den Hoffmanns läuft's. Da, apropos Hoffmanns, heißen die nicht so auch bei Goldrausch in Alaska? Doch, klar, natürlich. Jetzt wird's natürlich interessant. Ist leichtes Gewicht drauf. Mhm. Ja, ich meine, klar, so ein Kettenbagger, der da im Forst arbeiten soll, der ist natürlich auch dementsprechend schwer. Es darf uns jetzt nur kein PKW entgegenkommen, wenn wir hier rausfahren. Bei meinem Glück kommt da einer. Ich wette mit euch. Ich hätte mit euch wetten können, da kommt einer. Da kommt auch einer, siehst du? Jetzt einfach mal zackig hier. Oh, mal runter. Oh. Nicht am Baum hängen bleiben. Ganz kleinen Moment bitte. Das mache ich jetzt nicht, weil mich der... Weil und so, ne? Sondern ich weiß, dass wir in Zukunft sonst immer mit großen Objekten dran hängen bleiben. Von daher mache ich das einfach ab. Und die Gemeinde hat mir auch die Erlaubnis dazu gegeben. Wir cutten ihn mal hier. So. Ja. Den holen wir, wenn wir... Das haben wir schnell. Wenn wir eben mit dem Holzlaster unterwegs sind, dann schmeißen wir das eben noch beim Sägewerk mit drauf. Bäume im Auge behalten, das sieht alles gut aus. Du kennst ja unser Glück. Dann passiert uns das wieder so wie mit dem Raupenbagger. Den wir zur BGA gebracht haben, nach Unterhansbach. Da liegt dann nämlich auf einmal auf der Seite, ne? Und wenn der mir da runterkippt, ich glaube, dann habe ich ein größeres Problem. Denn... Ist ein bisschen Schaden, das ist ja auch nicht meiner. Wie gesagt, nächste Folge, kannst du dich schon mal drauf einstellen, wird auf jeden Fall im Forst sein. Wird ja dann auch am nächsten Tag sein, also dritter Wintertag. Ich hoffe mal, dass dann der Regen vorbei ist. Ich hoffe mal auch, es schneit nicht zu stark. Da habe ich eher so das Bedenken, dass wir zu viel Schnee kriegen. Ich meine, ganz ehrlich, Abfahrer wird der Schlüter sein. Ich werde nicht riskieren, da mit irgendeinem anderen Traktor oben im Wald stecken zu bleiben. Wenn der Boden aufgeweicht ist, gerade jetzt durch den Regen. Na, ich, mit Glück friert es in der Nacht. Dann haben wir zwar Eis, da müssen wir zwar erst streuen, aber das ist ja kein Thema. Das kann ich ja eben so machen. Aber so, dass wir wenigstens nicht das Problem haben, dass wir da oben dann in irgendeiner Form zu weit einsinken. Weil breite Reifen haben wir jetzt auch nicht unbedingt auf dem Schlüter. Aber ich muss sagen, jetzt wenn das Ding einmal hier in Gang ist, hält er sich doch souverän da hinten. Gefällt mir. Ich meine... Der Raupenbagger, ihr wisst, woher der ist. Der ist vom Modhub, das ist der von Black Sheep. Natürlich. Der Dolly ist das BSM. Der BSM-Dolly. Ich glaube auch Black Sheep. Ne? BSM-Modding, logisch. Und der Fliegelauflieger ist natürlich der Standard. Also. Ich mache es ja eigentlich ungern, ne? Aber. Ich weiß, dass ich um dieses Schild nicht rumkommen werde. Ich muss mal hier kurz mein Feld ein bisschen. So, jetzt aufpassen hier. Aber, ich würde sagen, ich fahre das Ganze mal nach oben. Das soll es für heute gewesen sein. Ich sage vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat ein bisschen Spaß gemacht. Würde mich freuen, wenn ihr ein Abo, Daumen hoch, Kommentar da lasst. Schaut sehr gerne beim nächsten Mal wieder rein. Und dann wünsche ich euch einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen schönen Morgen. Je nachdem, wann ihr euch das Video anschaut und sagt, bis zum nächsten Mal.